So, wir sind heute mal nach Velden gefahren und wir hatten hier schon mal eine kleine Runde gedreht. Heute haben wir Donnerstag und wenn wir in Velden sind, muss ich sagen, wenn wir mal so rumgucken, Massen an Motorrädern auf dem Weg hierher, die ganzen Straßen sind mega voll, sogar coole Custom-Bikes hier mit V8 Motoren sehe ich hier gerade hinter mir. Also hier geht wirklich der absolute Punk ab. Parkplatz haben wir so gerade noch gekriegt, wir sind da mal in die Tiefgarage gefahren. Und am Casino natürlich immer, wie immer, sehen und gesehen werden. Und jetzt werden wir das gleiche mal machen. Wir wollen zwar nicht gesehen werden, aber wir werden mal sehen und mal gucken, was hier noch so los ist. So, jetzt sind wir mal ins Casino Velden gegangen. Und bevor ich hier die ganzen Motorräder sehe, sehe ich hier ganz andere Sachen. Nämlich die lieben Leute aus Österreich. Ihr seid jetzt gerade mal im Interview. Nein. Ja, natürlich. Wie geht es euch? Gut geht's uns. Und dir? Ja, hervorragend. Wir folgen dir ja schon. Ja, wann seid ihr angekommen? Sind wir auch körperlich hier. Sehr gut. Wann seid ihr angekommen? Gerade eben. Toll. Guck mal, wen wir dann noch haben. Den Horst Rösler. Ach ja. Horst, wie lange bist du schon hier? In Stunden oder in Tagen, seit Dienstagmorgen. Okay, was hältst du jetzt von der ganzen Veranstaltung hier? Ja, sag ich mal, der Titel für meinen Artikel steht schon fest. Der heißt Fark in 3G. Das finde ich gut. Gelockt, genervt und bei Pünktchen, da kannst du dir dann die Buchstaben einsetzen und ein K hinten dran. Also wir machen auch 3G, gezapft, getrunken und genesen. Das ist, glaube ich, besser als das, was ich hier denke über die Sache. Genau, und jetzt gucken wir uns gleich mal die ganzen Bikes hier an. Ja, das ist viel besser. So, jetzt sind wir in Velden hier im Casino, haben eben schon die Pansys getroffen und wer ist natürlich auch hier? Holger von NLC. Der Holger. Der Holger. Der Holger, ja. So, Holger, erzähl mal, ihr seid ja seit Jahren hier. Wie ist dein Eindruck dieses Jahr hier von der European Bike Week? Ja, eigentlich gut, wie immer. Aber dieses Jahr etwas mehr Andrang wieder mal, weil durch das, weil halt Halle Village drüber zu ist oder nicht viel ist. Und wir sind eigentlich recht zufrieden da. Super Geschichte. Jetzt sehe ich hinter uns an Indien. Ja. Das ist jetzt das Neueste, was ihr macht. Das war unser Corona-Projekt, das haben wir angefangen, sind die Indian Scout ziemlich eingestiegen mit alles, wie man es halt gewohnt ist. Auspuffanlage, Gabelschwinge, alles, was man braucht. Also auch verschiedene Umbauten, verschiedene Stilrichtungen, Bobber, alles, was man braucht. Also super geil und das Ganze natürlich im typischen NLC-Style. Ja. Und wie gesagt, das erste Mal hier präsentiert der Öffentlichkeit. Klar, Facebook, Instagram, aber ist halt nichts vergleichbar mit, wenn man es halt original sieht. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe es gesehen und denke, naja, mal sehen, wie es aussieht. Aber mit dem breiten Hinterrad, mit den ganzen Teilen, die ihr gebaut habt, mit dem kurzen Tank. Also wirklich typisch NLC-Style, mega geil geworden, muss ich sagen. Ja. Respekt und schön, dass du die Zeit für uns hattest. Ja, das ist super. Hat mir auch gefreut. Danke, gell? Gerne. Ciao. Grüß dich, Kai. Moin. So, wir sind ja immer noch im Casino und da läuft mir doch der Spock direkt über den Weg hier. Ich wusste überhaupt nicht, dass ihr hier eine Indien-Ausstellung macht. Wie cool ist das denn? Wie gefällt es dir dieses Jahr in Fark? Ja, voll Gas. Das ist optimal. Das ist Highlight pur. Highlight pur. Ja. Absolut. Und hier im Casino sieht natürlich auch mega aus. Ja. Du bist ja schon ganz lange in Fark. Was hältst du davon jetzt so, wie sie es hingekriegt haben? Von Velden selber, oder was? Ja. Von Velden selber, da gibt es, glaube ich, keinen Top mehr. Da gibt es nichts Besseres mehr. Also ich sehe das einfach als Highlight pur. Ja. Absolut, ja, perfekt. Und die Ausstellung und Aussteller und Leute und Publikum. Alles also tiefenentspannt. Alles tiefenentspannt, ja, keine Exzesse, perfekt. Ja. Schön, dass du da bist, danke dir. Ja. So, jetzt sind wir aus dem Casino wieder raus. Da haben wir wirklich alles getroffen, egal ob es NLC, der Kotlin hängt da rum, Spock hat da ausgestellt, also Wahnsinn, raus aus dem Casino. Alles ist voll, alles ist besetzt. Auf der anderen Straßenseite hat Kultwerk einen Riesenstand. Es ist einfach toll. Die ganzen Corona-Verordnungen funktionieren auch super mit dem Einchecken im Casino rein und raus. Wirklich nur einscannen, abfahren, los. AGM, Klamotten und natürlich auch Steel to Silver, wie immer, hat einen mega geilen Stand hier. Musste mal rüberschwenken, das sieht so klasse aus mit dem Totenkopf. Also wirklich absolut cool. Also ich muss sagen, Velden ist, glaube ich, dieses Jahr eines der Highlights hier in Fark. So, und auch hier auf dem Marktplatz, also absolut Wahnsinn, überall Bestuhlung, Gastronomie. Die Straße ist gesperrt für Autos, das heißt nur Motorräder dürfen hier stehen. Der Laden von Steel to Silver hat hier hinten drin auch noch einen Shop und du kannst hier wirklich alles kriegen. Du kannst Klamotten kaufen, hier gibt es ein paar Motorradteile. Wie gesagt, natürlich die ganzen üblichen Stände und es ist zum Motorradparkplatz umfunktioniert. Hier auf der linken Seite sehen wir jetzt noch Jack's Inn mit seinem Stand. Also hier geht absolut was ab. Wir werden jetzt erstmal an den See runtergehen
uns das Schloss am Wörthersee angucken und schön ein Käffchen trinken. So, nachdem wir jetzt draußen erstmal einen Kaffee getrunken haben, einen geraucht haben, sind wir natürlich nochmal zurück ins Casino, weil das darf natürlich nicht fehlen. Hier eine Ausstellung von Kotlin Motorcycles. Fred haben wir draußen schon mal getroffen. Er hat natürlich ganz stolz seinen Ring gezeigt, was ja auch berechtigt ist, dass er in den Motorcycle Hall of Fame aufgenommen wurde in Sturgis. Und wenn wir hier rumgucken, wissen wir auch warum. Der Fred ja seit Jahren im Geschäft, also ich glaube einer der dienstältesten Customizer, baut immer wieder extrem cooles Zeug. Natürlich die ganzen Bäcker, die man so sieht, die man von ihm kennt. Und nicht nur die Bäcker, sondern auch mal, wenn wir nach links schwenken, mal so ein bisschen Street Fighter Style. Also der Bengel lässt sich mit seinem Team und seinem Sohn immer wieder was Neues einfallen. Ist mal außergewöhnlich, aber das ist ja genau das, was der Fred schon immer gemacht hat. Außergewöhnlich, anders und abgefahren. So, und wir werden jetzt mal zurück um den See fahren, werden unsere Fahrzeuge abstellen und dann nach dem Kaffee brauchen wir nämlich ein Feierabendbier.